Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt und Blood and Wine. Geralt hat gerade diese Transformation hinter sich und wir schauen jetzt noch mal ganz kurz ins Menü rein, ob das jetzt entsperrt ist, was wir uns in der letzten Folge angeschaut haben. Nein, es ist noch alles gesperrt. Also ich muss da... Ah, guck mal an, da habe ich in der letzten Folge gar nicht drauf gedrückt. Oh, das schauen wir uns mal kurz an. Jetzt müssen wir lernen, weil ich habe ja leider das Tutorial-Zeugs ausgeschaltet. Da müsste ich mal dann extra dort reinblättern. Also, ich fange mal hier an. Magische Sensibilität. Zeichen können kritische Treffer verursachen. Chance und Schaden steigen mit der Zeichenintensität. Derzeit 51% Chance auf zusätzlich 308% Schaden. Gegner, die mit kritischen Treffern durch Zeichen getötet wurden, explodieren. Gestattet Verwendung von Zeichen. Benötigt zwei Fertigkeitenpunkte. Und zwei große blaue Mutagene. Also Mutagene habe ich wie irre gesammelt. Da dürfte ich eigentlich überall genug haben. Nur die Fertigkeitenpunkte habe ich nicht. Tödlicher Konter. Schwertangriffe bewirken 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind. Und an Monstern. In allen anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer ist als 25%, lösen Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Sehr schön. Obwohl mir das Explodieren ja besonders gut gefällt. Aber wann kriege ich meinen kritischen Treffer? Naja. Wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, wirken davon 1,5% pro Punkt deiner Toxizitätsstufe, ich wusste, dass ich über das Wort falle, auf den Gegner. Derzeit 1,5% bis maximal 417%. Okay. Und hier gestärkte Synapsen, erforsche Mutationen, um deine Fertigkeit zu verbessern. Jede Stufe schaltet einen zusätzlichen Fertigkeitenplatz frei. Anzahl der zum Freischalten erforderlichen Mutationen. 2. Also ich muss... Okay. Dann mache ich jetzt hier mal Enter. Aber das geht ja noch nicht, weil ich ja keine Fertigkeitenpunkte habe. Gehen wir mal zurück. Wahrscheinlich wird das entsperrt, hier dieser Platz, wenn ich hier die Fertigkeitenpunkte reinkriege, wahrscheinlich. Also machen wir jetzt das Hauptquest mal ein Stückchen weiter. Also so ein klitzekleines Stückchen zumindest. Schauen wir uns mal nach dem Schuhputzer um, diesen Jungen, den wir in dieser Vergangenheitsvision vom Detlef gesehen haben. Erinnert ihr euch noch? Ne, wo wir hier diesen Absud gebraut haben, während Regis sich regeneriert hat von seinem Blutrausch. Und wir nehmen Plötze. Ich höre dich doch, da bist du. Mein holdes Hottehü. Ach nö, das ist ja wieder der Friedhof. Muss ich jetzt durch den Friedhof? Nee. Ja, wir sind wieder am Friedhof. Ich könnte natürlich mal Hallo sagen, wie es ihm geht, aber dann wird er wahrscheinlich so, oh, hast du schon was rausgekriegt? Nee, haben wir noch nicht. Ja, dumm gelaufen. Okay, bis dann. Und so weiter und so fort. Mein Mund ist trocken wie Stockfisch. Ja, Entschuldigung. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Warum reite ich jetzt eigentlich wieder hier an der Küste entlang? Ich hätte doch innen auch reiten können. Es ist doch nicht zu fassen. Und diese komischen Abkürzungen. Gut. Wo Kinder spielen, fliegen die Fetzen, heißt diese Quest. Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob wir die überhaupt noch zustande kriegen in dieser Folge. So. In der Stadt steigen wir dann doch mal ab. Plötze kann da warten. Ich hätte es natürlich auch zu dem Pferd hier stellen können. okay. Jetzt bin ich dann natürlich... Was? Was? Bin ich über deine Spielsachen gefallen, oder was?
Ich bin noch mal gespannt, wollte ich sagen, wie lange uns jetzt diese Quest wieder auf Trab hält. Oder ob wir da kurz noch was machen. Denn ich würde ja wahnsinnig gerne neue Hexerausrüstung haben erstmal. Aber ich weiß ja nicht, welche Stufe die dann haben. So, hier. Was? Und der macht dich doch platt. Ja, ist klar. Achso, nee, in die Straße hier. Ja, das Hafenviertel halt, ne? Hier. Wieso hier? Ich mach mal einen Schnellspeichern. Was? Was kann ich für euch tun, werte Herren? Dieser Schla... Oh. Welche Erklärung hast du dafür? Ob es wochenlang gießt oder die Sonne glüht, wir stehen hier immer bis zum Knöchel im Matsch. Was kann ich für das wechselhafte Wetter in Beauclair? Wechselhaftes Wetter? Ich habe dich gesehen. Jeden Tag gibst du uns Abwasser vor dem Laden aus, damit die Leute sich die Schuhe einsauen und zu dir kommen. Eine abwegige Verschwörungstheorie, meine Herren. Verschwörung? Höchstens von meiner Gürtelschnalle gegen deinen Hintern. Komm her! Lasst ihn in Ruhe. Und wer zum Kuckuck bist du? Sein Vater, ein Hexer, geht dich nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass niemand den Jungen anfasst, solange ich hier bin. Ach ja? Dann schnappen wir ihn, wenn du nicht hier bist. Versucht es, und ich werde euch finden. Ist das eine Drohung? Ja. Lasst ihn zufrieden und verpisst euch. Sag mal, der hat seine Schwerter nicht auf. Den Schafsfickern lassen wir uns nicht beleidigen. Zuerst das Schwein, dann das Ferkel. Auf ihn! Wir brechen dir die Beine, du Halunke. Ach so. Na toll. Ihr wisst, ich bin nicht wirklich gut im Boxkampf. Na, wie lange soll ich noch warten? Du riechst die Majoran Sandalen. Geht wieder nicht. Wie riech ich? Na komm, schlag zu! Mensch, Geralt! Au! Na? War das jetzt mit Absicht, dass er die Schwerter nicht aufhat, hoffe ich. Na super. Hab ich jetzt umgebracht? Och, Geralt. Was geht hier vor? Wer hat mit der Schlägerei angefangen? Ich bin dem Biest auf der Spur. Auf Befehl der Herzogin. Ah ja, wir haben von dir gehört. Und diese Männer, was machen die? Wir wollen die jetzt mal nicht reinziehen, ganz ehrlich. Sonst kriegen wir vielleicht noch mehr Ärger hinterher mit denen. Eigentlich gar nichts. Wir hatten ein Missverständnis. Ist schon vorbei. Aha, verstehe. Du als Schützling der Herzogin kannst gehen. Aber die hier, das ist was anderes. Ich bin nicht schuld. Eine Weile in der Zelle wird euch sicher gut tun. Na los. So, junger Mann, jetzt bist du dran. Du kämpfst nicht schlecht, Herr. Du suchst nicht zufällig Arbeit. Wir wären ein feines Duo. Inwiefern? Ach, wie stellst du dir das vor? Einfach wunderbar stelle ich mir das vor. Ich schlage eine Partnerschaft vor. Ich putze, du schiebst Wache. Und weil du stärker bist, bringst du morgens das Abwasser raus und machst Schlamm. Die Schlammgeschichte stimmt also? Kein Wunder, dass sie dich vertrimmen wollten. Ich muss ja irgendwie leben. Und Herr, was sagst du? Partner? Lass mich drüber nachdenken. Also... Ja, wir müssen ja mit ihm über Detlef sprechen. Hör mal, ich interessiere mich für einen gewissen Herrn. Halt, Moment! Setz dich doch erstmal. Aber meine Stiefel sind sauber. In dieser Stadt sind Stiefel nie sauber. Es sei denn, der Träger war gerade bei mir. Nimm Platz, Herr. Okay. Also, um wen geht es dir? Um einen deiner Kunden. Groß, elegante schwarze Kleidung. Er ist nicht von hier. Ein Fremder? Da klingelt irgendwas.
Ein bescheidenes Sümmchen würde mir helfen, rauszufinden, was. Gewiefter Bengel. Und wie viel? Sagen wir 500. Was? Bitte? Du spinnst wohl. Was willst du überhaupt mit so viel Geld? Mein Geschäft ausbauen. Du weißt schon. Einen ordentlichen Stand, ein großes Schild, neue Kiste, neue Politur, neue Bürsten. Und wenn dann noch was übrig ist, kaufe ich mich beim Wäscher ein und kriege Abwasser umsonst. Du hast ja sorgfältig geplant. Und ob? Mir fehlt nur noch das Kapital. Ja, sollen wir mit dem Jungen verhandeln oder ihn hier mit unseren Zeichen rumkriegen? Aber Geralt ist ja mit Kindern, ne? Das ist ja so eine Sache und der ist ja eigentlich noch ein Kind mehr oder weniger, ne? Also auch wenn er sich nicht so verhält, aber harte Zeiten, ne? Harte Umstände. Ach komm. Na gut, mal sehen, ob wir uns einigen können. Ich mach mal. Oh, nicht, dass ich dann keine Infos kriege von ihm. Dann machen wir jetzt 400, komm. Oder? Das ist nicht so ganz. Ich weiß nicht. Okay. Ja, okay, machen wir 450, komm. Ist doch egal. Ah, siehst du? Ich wusste, wir einigen uns. Voller Beschiss, Junge. Ich will aber nicht zahlen. Doch, jetzt zahlen wir. Komm, was soll's. Gut, damit bin ich einverstanden. Tausend Dank, das vergesse ich dir nicht. Und jetzt zur Sache. Ich kenne den Mann, den du suchst, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist Stammkunde. Alle paar Tage kommt er her und ich kriege immer Trinkgeld. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein, aber du kannst hier warten. Vielleicht kommt er ja. Dazu habe ich keine Zeit. Du hast wirklich keine Ahnung, wo ich ihn finden kann oder aus welcher Richtung er gekommen ist? Wenn ich Schuhe putze, schaue ich mir nicht an, aus welcher Richtung die Leute kommen, sondern ich putze. Ja, toll. Es scheint ja nicht gerade voranzugehen. Ah, oh, servus. Du hier. Geht es dir besser? Oh ja, danke. Die Luft in der Nekropole hier wirkt Wunder der Heilung. Also, wenn ich mich einmischen darf, hätte ich die richtige Frage zu stellen. Junger Mann, siehst du diese Fiole? Ein Tropfen davon in deine Politur und du kriegst jeden noch so verkrusteten Stiefel im Handumdrehen blitzblank. Damit schaffst du dreimal so viele Kunden wie bisher und musst dich dabei noch weniger anstrengen. Ich gebe dir die Fiole. Wenn du uns sagst, wo der Mann wohnt, den wir suchen. Aber ihr tut ihm doch nichts. Der Herr ist seltsam, aber freundlich. Er ist ein Freund von uns. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und würden das gerne in Ordnung bringen. Ich bringe ihm die Schuhe vor eine rote Haustür beim Hafen. Ob er dahinter wohnt, weiß ich nicht. Wir sollten nachsehen. Vielleicht finden wir eine Spur. Soll ich euch noch die Stiefel säubern, bevor ihr geht? Bei allem Respekt, die haben es nötig. So. Danke. Später vielleicht. Geschäftstüchtiger Bengel. Oh, mir geht's nicht so gut. Mit dem bist du ja schnell fertig geworden. Bei Kindern kommt es darauf an, den richtigen Ansatz zu verfolgen. Die ja, richtige super. Bestechung auszupacken. Das habe ich gesehen. Ja, ne? Ich muss mal ganz kurz meditieren, damit ich meine Schwalbe wieder aufgeladen krieg. Na komm, mach schon. Jawoll. Passt schon. Oh, jetzt ist es so spät. Ne, egal. So, ein Schnellspeichern und wir folgen Regis. Mal wieder. Ich hab nachgedacht. Das ist schön. Kannst du das? Herrlich, herrlich. Jetzt muss ich mal überlegen, nicht, dass ich es hier wieder zu lang werden lasse. Ein bisschen machen wir noch. Mal schauen. Also, rote Tür. Moment. Da ist die rote Tür, die der Schuhputzer erwähnt hat.
Ist das schon wieder eine Anspielung auf andere Sachen? Das kommt mir auch bekannt vor mit dieser roten Tür. Egal. Gut, dann geh in den Spielzeugladen. Ah, guck mal. Schild, kann ich das lesen? Hallo? Nö. Aber es ist ein Schaukelpferdchen drauf. Spielzeugladen! Raben. Oder Krähen? Ich glaube eher Raben, ne? Rührt sich nicht. Ich muss hier aufbrechen. Wie immer. Dann kannst du dich auch mit einer Trommel auf die Straße stellen und brüllen: Detlef, ich komme! Etwas mehr Finesse. Ich flehe dich an. Was schlägst du denn vor? Augenblick mal eben. Ja, Herr Vampir. Na toll. Das kann ich aber nicht. Ja, kann sich nicht auflösen. Oh, danke schön. Nicht schlecht. Schon mal überlegt, Einbrecher zu werden. Da wäre diese Fähigkeit äußerst nützlich. Ich habe es kurz erwogen, aber ich kam zu dem Schluss, dass es mir zu langweilig ist. Auch nicht schlecht. Ja, herrlich. Wir werden beobachtet. Das ist unheimlich. Wie so ein Spielzeuggeschäft. Na, guck mal. Ist er hier? Nein. Spürst du ihn? Ah, der Geflügelte da. Nein, er ist nicht hier. Er war es aber vor kurzem. Hm. Sein Geruch ist noch stark. Hm. Sehen wir uns um. Machen wir das. Gut. Was haben wir denn da? Ein Schwert, ein Holzschwert. Ein altes Spielzeug. Nutzlos. Schade. Das hat mal jemandem Spaß gemacht. Ich finde dich alles hier ziemlich verstörend. Ja, kannst du vielleicht recht haben. Was haben wir hier noch? Räumungsbefehl. Den lesen wir natürlich. Aufgrund der Nichtzahlung der Miete für die Ladenräumlichkeiten ordnet das Verwaltungsgericht von Beauclair an, dass der Mieter Alric Desson den Laden innerhalb von 7 Tagen zu räumen hat. Tut er es nicht, wird eine Gefängnisstrafe über den Schuldner verhängt. Deren Länge wird vom Schuldnergericht festgesetzt. Vogt Victor Lamer. Na super, da ist ja wohl ja pleite gegangen wohl. Naschwerk, Trommelflöte. Ich nehme diesmal mal alles mit, ganz ehrlich, weil... Neulich erst repariert worden. Ach, der Hase. Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Was ist noch nicht lange her? Das checke ich jetzt nicht. Brief an den Ladeninhaber. Lieber Ladenmeister, ich wünsche mir schon ganz lange ein Spielzeug. Mama weint immer und sagt, wir haben kein Geld. Papa ist wütend, wenn ich ihn frage, wann er welches verdient. Einmal hat er mich fast geschlagen. Meine Freunde haben so schöne Spielsachen. Laura hat einen Teddy und Michelle hat eine Puppe mit goldenen Haaren, die man ganz echt kämmen kann. Ich fürchte, ich werde nie ein Spielzeug haben. Darum schreibe ich dir, Ladenmeister. Ich wollte dir schon lange schreiben, aber ich konnte ja noch nicht schreiben. Jetzt kann ich es. Wenn du ein schönes Spielzeug hast, das die anderen Kinder nicht wollen, möchte ich mich gerne darum kümmern. Es wird bestimmt glücklich mit mir sein. Bitte lach mich nicht aus. Ich bin noch klein, aber ich weiß schon, dass Spielzeuge nicht lebendig sind. Nur in der Fantasie. Aber das ist mir egal. Ich würde es sehr lieben. Isa. Oh Gott, wie süß. Da hat ein armes Mädchen geschrieben. Also, das hatten wir ja gerade. Den hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Gehen wir natürlich weiter hinter. Was ist hier? Ich schleppe jetzt so viel Zeug gleich wieder mit mir rum. Obwohl, naja, wir sind ja ganz schön
ausgebaut von unseren Lagerungsfähigkeiten. Ne? Da können wir einiges mit uns rumschleppen. Ich glaube, das ist durch das Patch gewesen. Also durch Blood and Wine vielleicht oder so. Niedliches Dingelchen. Na super, mehr hast du dazu nicht zu sagen. Oh, ein Steckerpferd. Manchmal glaube ich, ich ende wie eins dieser Spielzeuge. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ja, das hast du gerade schon erwähnt. Neulich erst repariert worden. Na, wenn du das sagst, du kennst dich offensichtlich damit aus. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ja, wird die Folge doch ein Ticken länger. Oder wir gehen nicht hoch. Gehen wir auf den Dachboden. Denn, ja doch, das geht das schon. Das ist also sein Nest. Sehen wir uns um. Guck mal das Bild da. Ja, das ist rot. Das schauen wir uns als letztes an. Nein, eine Puppe will ich jetzt nicht mitnehmen. Keine Spur im Staub. Das ist noch nicht lange her. Das ist noch nicht lange her, dass das hier gelandet ist. Ich finde diese Puppen ziemlich verstörend. Ja, ist ja gut. Was haben wir hier? Springseil. Schöne Melodie. Yeah. Oh ja. Ich weiß nicht warum, aber sie erinnert mich an zu Hause. An unsere wahre Heimat vor der Sphärenkonjunktion. Das Werkzeug wurde neulich benutzt. Entspannt sich Detlef zwischen den Morden, indem er Spielzeug repariert? Bitte, Geralt, muss das sein? Ja, es hört sich fies an, aber ich kann Geralt auch verstehen, ganz ehrlich. Weil was soll das alles, ne? So, jetzt schauen wir uns doch erstmal das Bild an, oder? Oder nein, da ist was. Ein verdächtiger Brief. Detlef van der Eretein, du weißt nicht, wer wir sind, aber wir wissen, was du bist. Wir kennen außerdem deine Schwäche für eine Frau, die Renavet genannt wird. Du sollst dieses wissen. Wir ketten sie an und lassen sie von Ratten fressen. Wir ziehen ihr die Haut ab. Es sei denn, du rettest sie. Du musst nach Beauclair gehen und dort 5 Männer so töten, wie wir es dir sagen. Dies musst du innerhalb von 3 Tagen schaffen. Wenn du scheiterst, wird der nächste Brief einen Finger deiner Geliebten enthalten. Was? Oh mein Gott. Der Beweis, dass Detlef nicht aus eigenem Antrieb tötet. Er wird erpresst. Hast du eine Ahnung, wer dahinter steckt? Hat Detlef Feinde? Hin und wieder macht er sich welche, aber... Sie leben nie sehr lange. Einer ist ihm vielleicht entwischt. Theoretisch möglich, aber ich wüsste von keinem. Er müsste teuflisch waghalsig sein. Das weißt du ja jetzt, wo du Detlef kennst. Wer immer es ist eine neue Figur. Oh mein Gott. Wer ist Renavet? Seine einstige Geliebte. Die einzige Menschenfrau, der er je verbunden war. Sie akzeptierte ihn. Mit ihrer Hilfe fand er seinen Platz in einer feindlichen Welt. Sie begann mit der Arbeit, die ich fortzuführen trachte. Hast du sie kennengelernt? Leider nicht. Sie hat ihn verlassen, bevor er mich rettete. Wobei er stets sagte, sie gelte als vermisst. Wie kam er zu der Auffassung? Gab es entsprechende Anzeichen? Nicht, dass ich wüsste. Anscheinend ist sie eines Tages mitsamt ihren Habseligkeiten verschwunden. Das wäre bei einer Entführung ungewöhnlich. Ich neige eher zu der Auffassung, dass sie freiwillig gegangen ist. Vielleicht war er in Zorn geraten und sie hatte seine monströse Seite gesehen. Detlef will nicht wahrhaben, dass sie ihn verlassen hat? Ist das so schwer zu glauben? Kennst du niemanden, der damit Schwierigkeiten hatte? Und Detlef ist noch viel emotionaler als die meisten Menschen. Er hat sie nicht nur geliebt, sondern sie war ein Rudelmitglied für ihn. Und sein Rudel verlässt man nicht freiwillig. Hat Detlef nicht nach ihr gesucht? Wenn sie doch so wichtig ist? Höheren Vampiren stehen ja einige Methoden zu Gebote. Es hätte doch ganz einfach für ihn sein müssen. Geralt, wie du zutreffend bemerkst, sind wir Vampire, keine Wundertäter. Natürlich hat er sie gesucht, monatelang.
Aber Renavet kannte ihn zu gut. Sie hat ihre Spuren verwischt und ihm keine Möglichkeit gelassen, sie zu finden. Aber warum? Naja, vielleicht ist sie wirklich einfach nur sauer gewesen und dann weg. Und naja, mit einem Vampir legt man sich nicht an. Keine Ahnung. Naja, und jetzt? Renavet mag ihn ja verlassen haben, aber nun ist sie doch offenbar tatsächlich entführt worden. Es sieht ganz so aus. Schwer zu sagen, wozu er bereit ist, um sie zu befreien. Zum Töten ist er offenkundig bereit. Das wärst du für Yennefer auch. Sie bedeutet ihm sehr viel. Im Gegensatz zu denen, die er getötet hat. Ja, ich verstehe. Er will ein Weibchen aus seinem Rudel retten. Genau. Also erpresst ihn jemand, das wissen wir jetzt. Aber wir wissen nicht wer. Wir müssen weitersuchen. Dann tut das mal. Und ich schaue mir das Bild nochmal an. Vielleicht kann man da noch was genaueres dazu kriegen. Ein Frauenbild. Etwas beschmutzt. Ist das Renavet? Weiß ich nicht. Ich sage ja, ich bin ihr nie begegnet. Erinnert mich an jemanden. An wen? Ich bin nicht sicher. Aber mir ist, als hätte ich das Gesicht schon gesehen. Schon, oder? Mysteriös, mysteriös. Ich hatte es doch noch irgendwo rot leuchtend gesehen. Ach, da genau, da hinten drinnen. Briefe mit Zielen für das Biest. Okay. Sieh mal, Papierstreifen mit Namen drauf. Graf Crespi, Graf du Lac, Milton de Peyrac-Peyron, Graf de la Croix, Detlefs Opfer, samt und sonders. Aber das ist nicht seine Handschrift. Offenbar aus derselben Feder wie der Brief. Alles mit der gleichen Tinte verfasst. Siehst du die Farbe? Die Tinte enthält Cinnabarit, ein seltenes Mineral. Man findet es eigentlich nur in Nazair. Aber das heißt nicht viel. Jeder kann solche Tinte importieren. Stimmt, trotzdem sollten wir es im Hinterkopf behalten. Schau. Dieser Zettel hat Flecken. Wein. Das gibt auch nicht viel her. Erst recht nicht in Beauclair. Vielleicht nicht. Trotzdem sollten wir auch das im Hinterkopf behalten. Okay, okay, ist ja gut. Jetzt wäre es aber schön gewesen, wenn ja noch der letzte Name drauf wäre. Das waren doch nur vier, oder? Oder? Ich bin gerade nicht so sicher mehr. Ich habe gerade nicht mitgezählt. Naja. Ich möchte wissen, wer ihn erpresst. Warum das? Regis, jemand entführt die Geliebte eines Vampirs. Das ist schon dreist. Jetzt zwingt er den Vampir zum Töten, von dem du sagst, dass er kein Mörder ist. Die Erpresser sind Profis. Besondere Leute. Scharfsinnig. Wo ich drüber nachdenke, frage ich mich, ob es nicht einer von euch ist? Noch ein Vampir? Genau. Die Sache wird interessant. Äußerst. Es ist nur eine Theorie. Ich würde mich nicht drauf verlassen, ehe wir nicht mehr wissen. Da hast du recht. Okay, fassen wir mal bitte alles zusammen. Fassen wir zusammen, was wir wissen. Offenbar wird Detlef erpresst. Jemand hat ihm die Namen seiner Opfer übermittelt. Alle mit derselben Tinte aus Nazair verfasst. Und nicht in seiner Handschrift. Das ist nicht viel. Aber genug, um Detlefs Unschuld zu beweisen. Eindeutig. Naja, stimme ich ihm jetzt zu, weil also, eindeutig, ich meine, er hat es ja trotzdem getan, aber er ist erpresst worden. Höchstwahrscheinlich. Selber gefälscht wird das ja wohl kaum haben. Das stimmt. Detlef wird manipuliert. Irgendein Irrer benutzt ihn als Waffe, um Leute umzubringen. Es sieht so aus. Aber daraus ergibt sich eine Vorgehensweise für uns. Wir müssen Renavet finden. Dann haben der oder die Irren Detlef nicht mehr in der Hand. Kein schlechter Einfall. Aber wo suchen? Könnte ein Versuch wert sein. Aber was ist mit Detlef? Der tötet doch weiter, solange ich seine Geliebte suche. Tut er nicht. Ich überzeuge ihn, dass du ein Freund bist, der helfen will. Und dass er sich ruhig verhalten muss.
Ich warte hier auf ihn. Er wird schon nicht so lange ausbleiben. Denkst du, er hört dir zu? Das wird er. Vielleicht sollte ich mit dir warten. Lieber nicht. Nein, das riecht er eine Meile gegen den Wind. Dann kommt er nicht. Ich bleibe besser allein. Hier musst du mir vertrauen. Gut, ich muss ohnehin der Herzogin Bericht erstatten. Tu das. Wir warten hier auf dich. Detlef und ich. Oh je, ob das gut geht. Mich hätte es jetzt doch interessiert, was die andere Möglichkeit gewesen wäre, wenn wir sagen, nee, stimmt nicht. Ich finde den immer noch, dass er schuldig ist. Aber naja. So, das haben wir jetzt abgeschlossen tatsächlich. Und wir haben einen Punkt dazu gekriegt und sind Stufe 74. Yay. Ja, Wein ist heilig, berichtet der Herzogin von der Jagd nach dem Biest. Ich glaube, damit warten wir tatsächlich noch. Und schauen mal, ob wir uns eine Hexerüstung besorgen können. Aber das Ganze würde ich sagen, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Reingucken und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft.